So, jetzt bin ich, glaube ich, zufrieden. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Okay, gut. Gut, dann fangen wir mal an. Minecraft-Universum mal wieder. Warte mal im Fenstermodus und gucken, wie das läuft. Gleich einfach ein bisschen rüber switchen zum Streaming. Falls ich da was machen muss. So, hier haben wir ein paar fertige Erdbeeren. Blub, blub. So. Es startet alles, wir sind schon mal da. Sehr schön. Heute versuchen wir mal die Stahlproduktion dann zu bringen. Müssen wir mal gucken, ob das was wird. Also gut. Wir wollten hier den Blast Furnace herstellen. Mein PC ist noch nicht ganz da. Magma-Kohlen wollten wir schon. Das machen wir so. Gut, Slimebälle. Ja, Gold habe ich jede Menge. Stonebricks, Mossy Stone. Ich nehme mal Cobblestone mit. Und dann die wir mal auf so einer fliegenden Insel. Da sind ja immer Slimebälle en masse da. Und dann stacken wir uns da mal hoch, holen uns auch die Slime-Bäume. Die bringen ja auch nochmal gut Slime-Bälle. Ist ja egal, welche Farbe. Zum Glück. Oh. So, müssen wir mal gucken, wo wir denn jetzt sowas auf der Stelle finden. Also ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sind wir schon an diversen Inseln vorbei. Oh, es leckt ein bisschen, das gefällt mir nicht. Das Rudeln und Lecken gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, wo das herkommt auf einmal. Was hast du denn, PC? Was ist denn los heute? Kaum ist ein paar Tage nicht gelaufen, ist der Junge außer Übung. Hat der Junge sich ans Mittagmachen gewöhnt. Oh Mann, ey. Oh Mann, das ist was mit der Elektronik, Leute. Ach, hier waren die ganzen Spawner drin. So, aber ich wollte zu so einer Insel. Müssten wir doch hier irgendwo auf der Map haben. Da hinten. Gut, also immer geradeaus. Was steht da? Zu den Blumen. Ist das bei den Blumen? Ne, ist noch weiter bei den Blumen. Aber dann erspare ich uns erstmal einen kleinen Laufweg. Hier fackelt alles ab. Alles klar. Zack. Naturkatastrophenaufhalter-Fähr im Einsatz. Kontaktieren Sie mich. Sollten Sie eine Naturkatastrophe bei Ihnen zu Hause haben? Ein Anruf genügt und ich rette das Schlamassel. Wupp, erledigt. 799 Euro die Stunde und verbindliche Preisempfehlung. Aber mit meinem jetzigen Rabattgutschein Fair 110 erhaltet ihr nochmal 20% Rabatt. Der Klassiker, die Gutscheincodes. Wupp, wupp, wupp. Ist ja auch so ein großes Thema mit Oliver Pocher, den ganzen Influencer. Finde ich ein bisschen übertrieben. Also nicht, was er macht. So, was er macht, finde ich ganz lustig, muss ich sagen. Er ruft ja nicht zum Hate auf. Er liest ja quasi einfach nur nochmal das deutlicher vor, was die selbst präsentieren. Da habe ich auch so ein Video gesehen von der einen. Was heißt, ich habe es gesehen? Meine Freundin hat es gesehen, ich habe es mitgehört, ich höre mir das auch damit an. Aber ich gucke jetzt nicht intensiv hin. Und da hat die auch gesagt, so, was war denn das? Was war denn das nochmal? Ach so, ja, jetzt muss man sich schon dank Oliver Pocher immer Gedanken machen, kann ich das jetzt hochladen, kann ich das jetzt online stellen oder nicht? Also da war ich ja echt verblüfft, so, über diese Aussage. Weil ich denke mal, ich muss ja gar nicht mehr erinnern, es ist schon logisch. Man sollte sich immer Gedanken darüber machen, was man ins Internet stellt oder nicht. Ob sich jetzt, ob das jetzt nochmal jemand deutlich vorträgt oder nicht. Ich meine, macht sie sich sonst keine Gedanken darüber? Wie gesagt, ich habe keine Namen, ich würde sie auch nicht nennen. Ich will ja nicht mit einstellen in dieser Situation. Ich finde es nur echt amüsant, wie da manche denn reagieren und. Und mit was für Videos auch. Finde ich unnötig, muss ich sagen. Also, wie gesagt, es ist hier nicht so, als würde er sich das aus den Fingern ziehen. Er überspitzt manche Situationen, ja, zum Sinne, zum Zwecke der Unterhaltung. Aber es ist jetzt nie was, was sie nicht selbst präsentieren. So, wisst ihr?
Das ist halt das Lustige. Halt quasi ein bisschen bei der Kirche, ne? Du darfst nicht klauen, aber solltest du es doch getan hast, kauf dich frei. Ist hier so, ist auch so ein Paradox, so ein bisschen. Verdienen ist was anderes. Aber freikaufen. Gab es ja auch eine Zeit lang. So wurde die Kirche immer reicher. Auch geil, ne? Mit den Angst der anderen so. Du kommst in der Hölle, Blood Moon is Rising, leck mich doch am Arsch. Och nee, ey. Keine Kraftausdrücke, Leute, übrigens hier, ne? Oh, ich bin da ein bisschen müde, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich war jetzt auch nicht erkältet. Schnupfen hatte ich, Schnupfen. Halsschmerzen, ne? Kein Corona. Kein Corona. Und das klebt mir immer noch so ein bisschen. Ich denke, man hört das noch so ganz leicht. So, die Nase ist noch ein bisschen dicht. Oh, was war das? Die Nase ist immer noch ein bisschen dicht, aber es geht schon wieder. Also es ist schon soweit wieder in Ordnung. Aber die Nase war voll dicht. Und dann das Schlimmste ist ja immer noch dieses 250 Mal niesen müssen. Oh ja, jetzt sehe ich den roten Mond. Schnell, 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 schnell. Wir müssen uns ganz schnell hochstecken. Nicht, dass ich jetzt noch runtergeschossen werde. Komm, komm, komm. Alter, es wird richtig dunkel. Es wird richtig verdammt dunkel. Hops, 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 hops. Komm schon, komm schon, komm schon. Wie hoch ist das noch? Sag mir nur, wie hoch ist es? Wie hoch kann es schon sein? Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Es ist sehr viel höher als erwartet. Ich habe gar nicht genug Blöcke bei. Es sind 1,5 Stacks. Habe ich überhaupt noch irgendwas dafür bei? Oh, ich bin da. Ich sehe gar nichts. Ich messe meine Orientierungsfackel hin, gut. Ich habe echt gar nichts mehr gesehen. So, so, so. Die markieren wir uns jetzt einfach mal. Sollten wir jetzt noch dumm sterben oder so? Wo bleibt denn die Flüssigkeit? Es kommt keine Flüssigkeit. Sie wird nicht kommen. Sie wird halt einfach nicht kommen. Hier aber, hier hinter ist sie. Die Slime-Flüssigkeit. Echt nicht? Echt nicht? Oh nee, aber eine Spinne. Nein, der Blattmond ist auch hier oben. Der Blattmond ist auch hier oben angekommen. Ich dachte, hier ist er nicht. Warum ich das dachte, weiß ich auch nicht. Aber hier sind ja. Nein, sie haben mich. Okay. Super Spinn. Da ist ein Druide, ein Androide, ein Super Druide, wie auch immer man ihn nennen möchte. Er ist druidisch unterwegs, aber wir werden ihn zerfetzen. Und wir haben ihn zerfetzt, Leute. Spinne auch zerfetzt. Was haben wir bekommen von ihm? Irgendein super krasses. Achso, ich habe ein paar Schmiedeblöcke gebaut. Die habe ich jetzt gerade schon mal zusammengeschustert. Concrete Purpose Slime, das brauchen wir. Verzeihung, denn das kann ich auch zu Slimes. Kann ich nicht zu Slimes arbeiten. Tigers Construct? Aha! Aua! Oh, T1000. Oh, scheiße, wir werden von dem T1000 angegriffen. Auch lustig, dass sie solche Namen haben. T1000. Okay, hat es hier überhaupt. Nee, ich kann das jetzt gar nicht drücken. Sonst starte ich hier eine Aufnahme. Aber Slimy Grass. What? Wieso kann ich das nicht looten? Komm schon, hack das weg. Hack das weg. Scheiße, verpiss dich. Wo seid ihr? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Verdammt, ich muss wieder zur Insel. Ich habe mir die Insel zugebaut. Gott, das war aber jetzt auch nicht schlau. Brauche ich mir die Insel einfach zu?
Ja, super. Ja, super, dass ich mir diese Insel zubaue hier. Achso, hier ist noch ein Block. Ne, es geht schon am besten, am zweitbesten geht es dann echt mit einer Axt. Erstmal nicht mein Leben aufladen. So, Blue Slime Dirt. Ne, ich fall runter, ich fall runter. Ich fall nicht runter. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt geschafft habe. Aber ich habe es irgendwie überlebt. Ich habe einen Jump Boost. Boing. Na komm, komm, komm. So ein Mist, ey. Das ging mal richtig schön schief. Na, 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 na. Wer will mich hier anfeiten? Zack. Insel in voll das hier. Safe. Ach, komm her, du Zombie. Du Flaschenhals. Na, du komm auch her. Oh, schon wieder abgesoffen. Na, du blau Slime, du? Boing. Aua. Oh Gott, ey, jetzt kommt hier noch. Oh Mann, 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 Mann. Konzentration, Konzentration. Aua. Scheiß Skelett, ey. Okay, Skelett. Was bist du? Gunpowder. Oh, die Zombies wollte ich schon sagen. Die Skelette und so sind ja auch alles wesentlich schneller und stärker und wollen dich auf jeden Fall töten. Aber warum nur? So. Du, ich habe ein paar davon, 10 Stück nur. Nur 10 Stück. 14 Stück. 14 Stück nur. Oh, hier ist das noch einer gespawnt. Und wir haben Liquid Blue Slime Bucket. Ne, nur Slime Bucket. Aber was mache ich denn hier? Ich port mich hier einfach direkt nach Hause. Und kann natürlich nicht direkt pennen gehen. Weil hier überall Monster sind. Oh mein Gott, sie wollen mich tot sehen. Sie wollen mich tot sehen. Sie wollen mich wirklich tot sehen. Was stand da gerade? Ich konnte es nicht lesen. Den Field Try. Was? Niemals kriegt ihr mich. Niemals. Ey, gibt es ja auch eine andere Textur aus der Skelette und so? Oh nee, auch nie. Niemals kriegt ihr. Ihr kriegt mich. Toll. Komm, gib mir deine Knarre, du Penner. Hat er sie mir gegeben? Ich glaube nicht. Nö. Aber eine Patrone ist ja auch was. Eine Patrone ist ja auch was. Ist zwar die beschissene Version von der Waffe, weil nur die Patrone nützt sie halt nichts, ne? Aber meine Patrone, oh Gott, ey, ich krieg hier gar nichts mehr mit. Ich krieg hier nichts mehr mit, ey. Ich krieg hier so viel Damage. Von allen Seiten wird man hier so angetan. Aber ist egal, ich fighte mich hier durch. Oh Gott, ey. Also Blood Moon ist echt die Hölle, ne? Blood Moon ist echt die Hölle. Was sonst kann ich hier echt nicht sagen. Was fällt mir dazu nicht ein? Ich meine, es wird hier so viel geballert und so. Zack. Gut, jetzt habe ich wieder volle Nahrung. Aber die Nacht neigt sich dem Ende zu. Gott, ich habe hier schon einen Ruckler drin, weil hier so viele Mobs auf mich einschlagen. Bam, bam, bam. Oh, Paul! Paul ist da. Paul ist ein guter. Paul ist ein guter Freund von uns. Ich bin froh, dass Paul sich zu uns gesellt. Aber Paul! Danke, Paul. Echt danke, Paul. Och nee, du kannst dich verpissen. Blöde Hexe. Oh, es neigt sich dem Ende zu. Ein paar Zombies haben wir hier noch vor uns.
Aber das sollten wir doch schaffen. Das sollten wir doch jetzt schaffen. Okay, es kommen noch ein paar Zombies hinterher. Komm her, komm her. Nee, du brauchst jetzt nicht verpissen. Boah, was, wo krieg ich noch Damage so doll? Nur von der Vergiftung, das ist ja krass. Zack. Versuche es nächstes Mal gar nicht, ey. Gott, ist das übertrieben. Ist das eine Pizza? Ist das eine Pizza? Ja, sag ich ja. Dominios Spezial. Ich hätte gerne einmal die Nummer 4 bitte zum Mitnehmen. Und zack, ziehen wir es dem Zombie einfach ab. Seine Nummer 4. Auch krass. Auch krass. Ziehen wir einfach seine Nummer 4 ab. Gott, ey. Das war schlimm. Das war richtig, richtig schlimm. Wo waren wir gerade, Leute? Wo waren wir gerade? Wir wollten uns hier was bauen. Immer kurz aussortieren. Weg. Tiny Lump of Plutonium. Aha. Flamestream weg. Ammo behalte ich einfach mal. Tiny Lump of Baron. Bla bla. Verzeihung. Maserate Dirt. Dirt weg. Sulfur weg. Oh, ich weiß echt nicht, was ich gebrauche und was nicht. Ich habe keine Ahnung von. Ah, wir wollten hier Netherite herstellen. Ach, Netherite. Magma-Creme hier. Ein bisschen was zum Schmieren. Und dann wollten wir das hier herstellen. Haben wir schon mal 8 Blöcke. Geil. Soul Sand haben wir noch. Magma-Creme haben wir auch noch mehr zu. Es fehlt uns an Netherbricks. Tatsache, ne? Das können wir ja relativ schnell beheben. Einfach hier ein bisschen durchbraten. Und anders hinsetzen nebenbei. So. Aua. Mikro festdrehen. Das war die Feder vom Mikro. Und in der Zwischenzeit hauen wir uns jetzt die Pizza rein. Oh Gott. Oh Gott. Soll ich mir hier alles ein? So. Muss ich hier nicht alles rumliegen? Bum, bum, bum. Flop, dankeschön. So, dann kommen die Fackeln wieder nach unten. Ich habe auch jetzt den letzten Tag Disney Plus. Das sind die Avengers-Filme reingezogen. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Also ich kannte nur den ersten bisher. Und die anderen sind einfach mal echt cool. Außer Endgame. Endgame fand ich so ein bisschen langweilig. Muss ich leider wirklich das Wort verwenden dafür. Weil es halt so schleppend vorangeht mit der Zeitreise und so. Und dann, oh. Ja, es war schon stimmungsvoll und so, keine Frage. Aber leider auch wenig Action. Und das hat mich ein bisschen gestört. Das fand ich nicht so geil. Das fand ich ganz und gar nicht geil. Also trotzdem cooler Film. Also ich würde den auf jeden Fall nochmal gucken, sag ich mal. Jetzt nicht direkt morgen würde ich jetzt nicht nochmal gucken. Aber irgendwann auf jeden Fall. Okay, ich fahre so mal schnell in Netherrack. Weil sowieso noch einiges davon. Aber wir sollten uns eine Schaufel mitnehmen. Ein Schäufelchen. Düb, da, da, da. Und dann könnten wir uns auch mal Gedanken machen. Über den wundersamen Enderdrachen. Jungle Water Planks. Du, my lions sleep tonight. I will mow up. So, jetzt haben wir eine Schippe. Nehmen wir mit, ne? Hast du eine Hake? Ne, ich hab nur eine Schippe. Ah, die Bitrate wieder. Ach, mein YouTube. Stream doch einfach die Scheiße so raus, wie sie kommt. Alles gut. Weißt du, so, ich finde so drei Kabels so pro Sekunde.
Und gleich Alarm. Alarm. Oh. Mensch, Pizzi, was ist denn heute los mit dir? Was ist denn los mit dir? Was sind sonst die Problemchen? Das ist echt irgendwie so. Könnt ihr mir mal schreiben, woran das liegt? Irgendwie verfällt mein PC echt in so einen Winterschlaf dann. Wenn ich den so mal ein paar Tage nicht benutze, so wirklich gar nicht, dann ist der echt ein bisschen außer Power, wenn er dann mal starten muss. Wisst ihr, also so Pille nicht genommen, dann kommt er nie hoch. Dann kommt er nicht hoch. Zack, zack, bupp. Magma-Creme, bam. Gib mir deine Magma-Creme. Ja, wir brauchen echt Looting. Dingas Construct will ich noch machen, aber wir haben ja heute sehr viel Zeit. Das habe ich abgeklärt mit meiner Freundin. Wir haben jede Menge Spaß heute. Oder können wir haben? Hätte ich blauer Slime gespawnt? Nee, das war kein blauer Slime. Das war so ein Ektoplasma-Slime, so ein Geister-Slime. Bumm. Da Ektoplasma, random things. Zufällig geil. Geile Motten haben. Aspectral Glass ist so geil gewesen. Irgendwie kam man nur als Spieler da durch, nur echte Spieler können da irgendwie durch, glaube ich, war das. Mobs aber nicht. Irgendwie so war das doch. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Und zum Glück ist mir nochmal eingefallen, dass ich nicht überhaupt hier war, und zwar wie ein Nether Bridge. Wollte gerade schon wieder abhauen. Was natürlich, wie gesagt, an sich nicht wirklich schlimm wäre. Es wäre halt nur ärgerlich, weil ich dann warten müsste. Länger warten müsste, als wenn ich das jetzt einmal so starte. Und deswegen machen wir es einmal direkt so und nehmen wir uns die Taschen mit. Und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. So, hops, hops, hops. Häschen hopst hier rum. Über Stock und brech dir nicht die Beine oder so. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Das ist hier immer dieses Ausfragen. So, man möge mir den Blast Furnace herstellen. Jetzt haben wir genug. So, wo stellen wir den erstmal provisorisch hin? Ey, wie gesagt, das sind hier alles nur provisorische Standorte von den Objekten. Auch die Schmiede wird da nicht stehen bleiben. Eins, zwei, drei. Zwei, drei, vier. Kommt dahin die vier. Bum, 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 bum. Nee, komm, da kommt gar nichts hin, glaube ich, war das. Scheiße, wie baut man das Ding denn nochmal? Es sind zwei hoch, ich soll mal drei hoch sein. Gott. Zählen, ey, ich kann nicht zählen. Hatte ich in der Schule nicht. Ja, mir fehlen wirklich nur welche. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst hier, oder? Dass du jetzt sagst, wir brauchen hier noch Inspo. So, komm. Passt aber auch perfekt, ne? Keine Magma-Krieger, kein gar nichts. Und dann fällt dir auf, die fehlen noch zwei. Hast du noch Blaze Powder? Also komm schon. Gar nichts. Ich hab gar nichts. So ein Scheiß. Ach Scheiße, jetzt müssen wir nochmal rein. Müssen wir echt nochmal rein. Ich will da nicht nochmal rein. Och nee, ey. Och nee, wir hatten es doch quasi schon. Ah, noch zwei fehlen, noch zwei Scheißdinger, ey. Mein Soul Sand habe ich mir jetzt genug. Nether Bridge nochmal mitnehmen und Blaze Powder. Oder Blaze Rods am besten. Hier schon mal ein paar Dinger mit, so. Verdammt, ich dachte echt, wir haben es jetzt so. Ich dachte es echt. Aber naja, wie war's immer, ne? Denken ist nicht so gut wie nachdenken. Nee, erst nachdenken, dann denken. Oder nicht denken, nachdenken. Ach, es gibt doch so einen scheiß Spruch, den dann so der Lehrer immer drückt. Wenn man sagt, ja, ich dachte. Und dann sagt der so, halt die Fresse.
Und wir haben Blaze Powder bekommen. Genau ein Blaze Powder. Dankeschön. Reicht an sich aus. Wie jetzt? Dann mache ich hier nochmal einen Fackelweg lang. Zur Signalisierung. Die Tüdelüdü. Es geht hier auch lang. Da nicht. Wir gucken nochmal kurz, ob wir noch sowas finden. Ja, irgendein Scheiß hier. Was soll das? Was sollte das? Blödes was auch immer. Ey, das ist echt krass, oder? Das ist so einfach so diese pure Gewalt, die die Monster hier so haben. So einfach, ey, stumm dich da jetzt einfach runter. Es juckt mich einfach nicht. Was denkst du, wer du bist? Wenn ich dich darunter stumpen möchte, dann stumpe dich darunter. Und dann kannst du zugucken, was du machst. Müsste ja doch so funktionieren, oder? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie funktioniert das so nicht, aber... Ah, wir gucken mal, woran das liegt. Ich habe da nämlich echt immer meine Probleme. Ich bin echt immer ein bisschen zu blöd für einen scheiß Blastfern, das muss ich sagen. So, hier ist doch... Hier ist doch gehollert. Ist doch auch... 3 in der Länge. 3 in der Länge. 3 in der Länge. Und 4 in der Breite. Weil das heißt ja 3 mal 4. So, dann kommt das hier weg. Bumm. Kommt zwar irgendwo aufs Gleiche hinaus, aber wenn das Spiel das so möchte. Gut, ich nehme den auch nicht. Wenn dem. Brauche ich dazu noch irgendwas? Nee. Hollow. 3x4. Und hier ist Luft. Da muss ja komplett Luft sein. Nee. Vielleicht ja doch. Mach mal hier Hand frei. Nee, gut, wäre auch jetzt irgendwie komisch, sag ich mal. So. Und so. Warum gehst du nicht? Ich meine, ich wäre jetzt echt nicht hier der Klugscheißer spielen, Blast Furnace. Aber du bist schon richtig aufgebaut. Ich bin mir ganz sicher, dass du schon korrekt aufgebaut bist. Aber es ist ja klar, ich bin ja natürlich vorbereitet auf solche Momente. Ich habe ja zum Beispiel einen PC, an dem ich hier spiele. Und so kann das ja ganz schnell googeln im notigen Fall. Ich habe den einmal aufgestellt. Möchte ich sagen, war genauso. Okay. Er will hier ein Loch in der Mitte. Ist ja kein Problem, so. Hier gibt keine weiteren Seiten. Multiblock 3x4, also 3 nach hinten, 1, 2, 3, mal 4, 1, nee, 2, 3, 4, so, so, das hier zu, wie hoch, 3 hoch, 2, das ist hier die 3, das nicht. So, das ist ja an sich schon mal richtig. Muss jetzt ein Hebel ran? Nee, das gibt keinen Sinn, ne? Das gibt keinen Sinn, warum sollte ein Hebel ran müssen? Nee, ein Hebel muss da nicht ran. Was muss da ran? Oder was ist falsch? Ich google jetzt mal schnell. Irgendwie kriegt es immer nicht so wirklich auf die Kette, so ein Blast-Furnace aufzustellen. So, dann erzähle ich mal eine schöne Geschichte. Heute bei Endgame war ich ganz verwundert. Weil
Erstmal ist im dritten Teil Dr. Stephen Strange gestorben. Mein Lieblings-Marvel-Held. Finde ich immer so cool, den Typen. Also auch von der Schauspielerleistung von, ich weiß gar nicht, von Benedict sowieso, ich weiß den vollen Namen leider nicht mehr. Der auch Smaug gespielt hat. Und Sherlock Holmes. Benedict Cumberbatch oder so ähnlich heißt er. Den finde ich ja auch ganz cool eigentlich. Ja, Dr. Strange ist halt auch so coole Fähigkeiten, ne? Das ist halt schon an sich eine ganz andere Liga, meiner Meinung nach. Jetzt zum Beispiel im Vergleich mit dem Captain America. So, ich meine, so ein Dr. Strange. Ich weiß, dass ich eine Diskussion auslöse jetzt, ja. Aber so ein Dr. Strange kann ja so ein Captain America, wenn er die Chance dazu hat, ja mal ganz easy einmal wegschleudern, so. Ist hier. So, dann kommt der Captain America angelaufen und wird dann erstmal siebenmal durch die Decke fallen lassen, so in so einem Dauerfall, wie halt in diesem einen Thor-Film Loki. Immer von A nach B, von A nach B, von A nach B, immer von oben nach unten fällt er einfach durch, so ein anderer Typ, so wisst ihr. Und dann immer so weiter. Und deswegen, das ist halt so die große Kunst der Verzeihung, der Captain America. Der Dr. Strange. Fertigkeiten. Okay, hier ist es jetzt ganz anders an der Zeit. Hier ist es jetzt ein 3x3 und 4 hoch. Aber eigentlich ist es doch länger mal breiter mal höher. Wahrscheinlich nicht in ausländischen Ländern. In ausländischen Ländern klingt auch wieder richtig falsch. Zack. So, okay. Deswegen, ich bin einfach zu blöd dazu, solche Dinge falsch zu lesen. 3. Ja, genau, so muss das tut. Nochmal so ein Probestich hier rein. Meine, wer weiß denn auch sowas, dass das falsch lesen muss? Ja, jetzt ist er auch da. Sehr schön. So, jetzt kann ich ja hier einfach mir jetzt hier ein klein bisschen Eisen nehmen. Was haben wir? Haben wir hier noch Kohle? Dann Kohle. Dann seid hier das da rein. Boah, was? Was wird dir denn angetrieben? The blast furnace will only take coal. Coal. Shark coal. And Tomium. Ach, du willst jetzt Holzkohle. Ist klar, machen wir hier noch so einen verwöhnten Typen draus. No, 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 das ist nicht mein Holz, ja? No, no, ich bin da ganz, ganz speziell. Das ist überhaupt nicht meine Linie, ja? No, no, nur Natur. Natur. Nicht Stein, nicht Stein. Ne, 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 ohne Bergbau. Nur natural selbst gemacht. Ja, also Dr. Strange ist geil. Leider gestorben und dann wiederbelebt und das war ein Hin und Her so. Also, das war echt nervenaufreibend, muss ich sagen. War sehr, sehr traurig, die Firma auch irgendwo, fand ich. Fand ich wirklich. Irgendwo so, denn zum Schluss, als Tony Stark gestorben ist, Spoilerwarnung, als Tony Stark gestorben ist, oh Gott, ey, seine Tochter und so, ne? Oh, er ist doch quasi angekommen, der Tony Stark. An sich ist er doch angekommen. Und was ist. Nein, nein, es wird ihn einfach verwehrt, so. Einfach dieses, sein Leben mit seiner Familie wird ihn einfach verwehrt. Weil irgendjemand auf die Idee kommt, Zeitreisen zu machen. Ant-Man, Alter. Ich kannte den gar nicht, also ich kannte den schon. Aber ich hatte die Filme leider nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass die vorkommen. Weil bei Avengers ist es ja immer so ein bisschen so, du musst ja die Helden an sich alleine ja schon kennen. Weil du halt einfach. Weil du halt immer ein bisschen Backstory brauchst. Cole. Coke. Verzeihung. Coke-Ofen. Cole. Crazy Hot Oil. Wir trinken Crazy Hot. Was ist ein Coke-Ofen? Da hat er jetzt mal Bock drauf. Also wie gesagt, das ist hier so auch so ein bisschen erkunden, einfach nur durch die Modpacks. Coke.
Ach so. Komplett falsche Tasten. Coke-Ofen. Auch wieder ein Multiblock aus rotem Sand und Brittis. Hat davon irgendwas? Nee. Okay. Weil ich habe schon Bock drauf, das herzustellen. Es dauert hier ewig, bis hier mal so ein Stall durchgefeuert ist. Das frisst ja Unmengen an Holz. Hier ist doch noch Clay. Clay wird geclaimed, ey. Hashtag Wortspielmeister. Hashtag wie aus der Feder. Oder sowas in die Richtung. Bam, 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 bam. Zack, das nehmen wir mit. Lala. Lala. Und wir haben schon über ein Stack. Lala. Lala. Bom, bom. Achso, hier ist nur. Da ist noch Clay Claim, Alter. Clay Claimton. Ja, Thanos wird auch besiegt. Das war auch irgendwie komisch. Also selbst Thanos wurde von der Verwendung der ganzen Infinity-Steine komplett zerfetzt einfach. Nicht mal Thanos, irgendwie so, da ist ja irgendwo das mächtigste Wesen. Nicht mal er konnte die Infinity-Steine lange kontrollieren. Nur als der Captain Marvel da, nee, Captain Universe, wie heißt die nochmal? Nee, Captain Marvel war das schon. Ja, ich möchte Captain Marvel sagen. Als sie ihn aufkreuzte, ey, das war auch so ein bisschen so, aha. Bisschen overpowered und so. Fand ich, also ich fand echt, das war ein bisschen übertrieben. Weil sie kommt ja einfach, zerlegt erst noch von Thanos Schiff, zerlegt sie einfach mal locker flockig so. Weiß ich nicht, war ein bisschen. Ist halt so ein overpowered Charakter irgendwo, finde ich. So, es nimmt Spannung raus, ganz einfach. Ganz einfach gesagt, nimmt Spannung raus und das ist scheiße. So Spannung so krass raushauen. Ich meine, als ob Captain Marvel hier jetzt draufgehen kann. Oder Captain Universe oder die Frau, die alles kann einfach. Die Frau, die alles zerfetzt. Frau Allmächtig. Nennen wir sie Frau Allmächtig. Aua, das sollte nicht passieren. Ich habe schon echt Bock auf so einen Coke-Ofen. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich frage mich nur, was das da für eine Flüssigkeit ist. Ob ich die brauche oder ob die dabei mit rauskommt und ich irgendwie entsorgen muss. Das müssen wir halt jetzt gemeinsam irgendwie rausfinden. Oder ich mit euch, whatever. Jemals werden wir mal gucken, was uns da geboten wird. Und wie geil so ein Coke-Ofen ist. Weil irgendwie an sich verdoppelt er ja die Kohleleistung. Und verdoppelte Kohleleistung ist immer gut, Leute. Warum liegt denn hier Clay rum? Oh, so, Certus Quartz nehme ich mit. Bam, bam. Warum ist hier Clay? Das ist doch mysteriös. Das ist doch hier eine Falle. It's a trap. It's a trap. Man muss das irgendwie, finde ich, immer mehrmals sagen. So, it's a trap. Nee, jetzt mal ehrlich. Wo bin ich hier? Da und schon bin ich hier in der Grotte der Einsamkeit gelandet. Und werde hier angesaugt von irgendeiner Scheiße. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Haus. Aua. Scheiß schwarzes Loch. Ich mag schwarze Löcher nicht. Und wer das jetzt zweideutig sieht, ist eine Drecksau. Ich brauche richtig viele davon. 3x3x3. Also ich brauche ja 12 Stück. So. Nee, das ist ja was ganz anderes, mein Freund.
mein Freund, mein Freund. Du bist einer oder auch zu zweit. Was ist mit dir los? Kann man dir vertrauen? Ich weiß es nicht. Bumm. Ich gucke gerade. Ich komme einfach gerade irgendwie nicht voran. So, die ganze Anlage steht hier still. Ich laufe hier nur blöd von A nach B. Weil ich mich auf so viele Projekte gleichzeitig konzentriere, was natürlich immer für eine große Unproduktivität sorgt. Man kann halt nicht auf mehreren Partys gleichzeitig tanzen. Tinker Stone Strut hatte ich mir vorgenommen, wäre auch wesentlich schlauer gewesen. Jetzt mache ich hier nochmal Stahl auf einmal. Stahl brauche ich für Mechanismen. So, das ist halt schon wieder eine ganz, ganz andere Baustelle. Keine schlechte oder keine schlechtere an sich. Aber es ist halt das Problem, dass ich nicht zwei Paar Schuhe dran kann. Na, jetzt habe ich es mit den Metaphern, aber die Metapher knallen jetzt raus, ey. Als hätte ich noch nie was anderes getan. So, nicht den Crusher. Es gibt doch was Wichtigeres als einen Crusher. Wieder drei. Nee, letztes Mal waren es vier. Kannst du das mal lassen jetzt mit diesem Blast-Furnace-Scheiß? Boom. Zwei Stahl, dankeschön. Und ein bisschen Level. So, haben wir hier noch ein bisschen was bei? Nee. Mossy Stone. Damit mir da kein Fehler passiert. Denn Fehler wollen wir nicht. Wir wollen keine Fehler haben. Wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Denn Fehler sind nicht unser Ding. Hier ist nochmal Groot. I'm Groot. Ach, Groot war heute auch wieder dabei. Da ist immer so Lichtblick, der ist immer lustig. Es riecht, wie die denn immer so reagieren auf ihn, so. Was? Pack doch mal diese Düdel-Ding weg. Ich bin Groot. War das? Das hast du jetzt nicht gesagt. So, ich finde das immer so richtig cool. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen wie Chewbacca, so ein bisschen so. Er sagt immer das Gleiche und jeder versteht so. Was mich nur ein bisschen gestört hat, was ich nicht so cool fand, war die Situation als Thor, diese Rangeleien zwischen Thor und Star-Lord. Krill. Fand ich nicht so geil. So, also am Anfang, ja, so die ersten, so, also dann spielt er mit einem Schiff oder so, weiß ich nicht, fand ich es dann doch ein bisschen unnötig, dass Thor zu diesem Macker markiert, so, wie ich mein, weiß nicht, das ist nicht so mein Stil, das ist nicht so mein Humor. Ich will mehr so für Frieden und Konflikten aus dem Weg gehen. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht den Schwanz einziehen, das meine ich jetzt auch nicht, aber weiß ich nicht. Nicht so halt. Nicht so. Bob. Oh Mensch, ich dachte, was denn jetzt auf einmal? Weil mein Mikrofon natürlich, die Skalierung von meinem Mikrofon, die schlägt natürlich aus, wenn ich spreche. Wenn mal so eine Sekunde Ruhe war, dann denke ich mir immer, was war das? Dann denke ich mir immer, ich bin Groot. Ich meine, es ist natürlich praktisch, ne? Mal einfach zu sagen, ich bin Groot. Also kann man natürlich dann so mal, ja, ich bin Groot. Warum hast du es getan? Ich bin Groot. Ja, aber ist ja nicht der Grund für alles. Ich bin Groot. Wäre schon irgendwo ganz praktisch. Keine Kohle mehr. Die Welt geht zu Ende. Wenn die Kohle aus ist, ist alles aus. Hier, Superkohle durchbrennen. Zack, zack. DZS, DSD. DSD, DSD, DSD. Wer kennt das? Transformers 2. Typischen Gas. Typischen Gas. Typischen Gas. Hier muss doch mal Clay durchgebrannt werden. Typischen Gas. So, was wollte ich hier brennen? Hier wollte ich irgendwas brennen. Bumm. Und bumm. Du alter Ranzkopf, du. Ja, das war's schon wieder.
Clay, Clay, Clay ist so Clay, Clay, Clayig. Darum liebe ich alles, was Clay ist, weil mein Vater Claymaster ist oder so. Mandalorian kann ich jetzt auch auf Disney Plus gucken. Habe ich irgendwie, ehrlich gesagt, gar keinen Anreiz zu. Nicht, weil ich Star Wars, ich mag Star Wars, bloß Star Wars Fan. Ich habe einfach irgendwie keinen Bock. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann es euch leider nicht sagen, Leute. Ich weiß es nicht. So, kann ich da auch noch Rucksäcke machen? Den Wollblock, das war's. Oh, na, das ist jetzt aber ein bisschen täuschend, dass es die Rucksäcke gar nicht mehr gibt. So, im Notfall muss man immer dann so die Änderungen oder so immer voll übertrieben ausdrücken. Gibt. Das unterstreicht nochmal, wie angeschlagen die Situation gerade ist. So, komm, gib mir das 6. noch raus. Und du mir die 8. Und dann so, nochmal 5 gezaubert. Nochmal 5 gezaubert, bam. Meine Freundin hat zum ersten Mal Bambi geguckt. Wie man so einen Film vorher nicht sehen konnte, weiß ich auch nicht. Ist auf jeden Fall nicht mein Film. Viel zu emotional. Nee, also Bambi ist schon echt ein krasser Film, so. Also, ich kann mich nur an die Szene erinnern, wo seine Mutti erschossen wird und so. Das war's so, aber das hat mir schon gereicht. Das habe ich echt keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie der Film aussieht. Doch, man hat mir Freunde erzählt, dass er halt Kinder kriegt und so. Aber an sich so, ist der Film auch langweilig, ne? Dazu muss man sagen, das war 1942. Zur Zweiten Weltkriegszeit hier nochmal deutlicher gesagt. Krass, das ist da, weiß ich nicht, man spürt da wahrscheinlich auch so ein bisschen den Krieg mit drinne. In Form von Mutti, Kind wird zu Waisenkind, alle tot, Fadi weg, Mutti wird nur erschossen. Ja, Flucht, Selbstfindung und. Bam, und das nehme ich hier noch mit, schön Sandfarben. Dum, 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 dum. So, na komm schon, komm. Ah, ein bisschen Gravel noch mitnehmen. Bum, bum, bum. Oh. Ja, leider haben wir noch keine so eine Rifle bekommen. Also die gibt's ja auch. Und irgendwie so ein Omni-Tool habe ich jetzt gesehen. Gibt's ja auch alles. Hätte ich irgendwo schon richtig gerne. Natürlich ist es halt praktisch, wenn man zu dem Zeitpunkt vielleicht schon Strom hat, um die wieder aufzuladen, aber ich glaube, so viel Strom verbrauchen die gar nicht. Also ich glaube, die haben schon deutlich höheren Speicher als Verbrauch, wodurch man die an sich auch gut verwenden kann, wenn man noch nicht wirklich Strom hat. Wisst ihr? Das glaube ich einfach. Oh Scheiße, so viel brauche ich doch gar nicht mehr. So viel brauche ich doch noch. Ich brauche noch 2 Stück, Leute. Danke, danke. Oh, na toll. Ich brauche noch 2. Hab ich. Bum, bum. Jetzt müsste der Coke Oven an sein. Ach, scheiße. Fehlt noch einer. Fehlt noch einer. Aber das ist nicht schlimm. Ist nämlich fertig. Ist fertig. Bumm. Zieh eine Brick. Er ist an. Was ist da drin? Ich weiß es nicht. Ich kann es leider nicht bestimmen, was sich dort drin befindet. Ich will jetzt aber mal versuchen. Es funktioniert. Ach nee, ist nur an. Es brennt irgendwie. Doch. Dauert eine Arschlange. 1800 Ticks. Block auf Kohle, Block auf bla bla bla. Schadkohle. Achso, das brennt quasi auch. Das ist wie ein echter Ofen. Nur halt für die Kohleherstellung. Krass.
Was mache ich damit? Ja, Fluttransporter und so. Okay, es dauert halt ewig. Es dauert halt einfach ewig, aber wenn wir es haben, dann haben wir es. Also eigentlich an sich sehr gut. Sehr gute Sache. So gut ist es auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ich meine, eine wunderschöne Produktion. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Ich bin Groot. Finde ich auch richtig geil, dass sie das einfach so dieses Wortspiel hier, dass sie das mit reingehauen haben. Weed Flur. Ja, ich keine Kohle mehr. Das ist auch schon irgendwie echt sehr bitter. Sehr, sehr bitter, dass ich nicht mal mehr Kohle besitze. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt erstmal irgendwo hin. Was ist denn das hier? Das weiß ich jetzt nicht, was das war. Aber dass wir auch, wie ich gerade wieder sehe, einfach das End mal spontan gefunden haben. Jetzt wurde ich gerade wieder dran erinnert. Auch super geil. Wirklich richtig, richtig geil, dass sie das einfach spontan gefunden haben. Hier ist ein bisschen Kohle. Ja, Leute, brauchen wir alles. Meine Fackeln brauche ich auch. Sonst sehe ich nichts, sonst seht ihr nichts. Ja, du, haben wir bei alle keinen Bock drauf. Bumm, bumm. Ah, nicht mal Superkohle kann ich hier nur farmen. Nein, ich muss jetzt schon normale Kohle farmen. Was warst du? Salz. Geil. Zu viele meiner verderben den Salz. Was? Den Salz vor allem? So. Ach komm. Ach ja, mal super leben, ja? Sind wir ein Gangster oder was? Guck mal, er kommt hier an, so haut mir ins Gesicht so und verpisst sich dann, ne? Das ist ja meine Lieblingsgegner. Ey, Bro, Mann, it's a prank. Wollte ich dich nicht schlagen. Ist ja nur ein Prank, entspann dich mal. Boom. Team Construct muss kommen, Leute. Darauf konzentrieren wir uns jetzt erstmal. Darauf müssen wir uns jetzt einfach konzentrieren, dass wir wirklich schöne Spitzhacken und Schwerter haben. Was hier wohl zu empfehlen ist in diesem Modpad, so wie ich das bisher merke, ist, glaube ich, ein Rapier zu empfehlen. Ein Rapier. Mein Vergewaltiger bauen. Nein, das ist nicht lustig. Nee, Osmium. Osmium. Wir haben Osmium gefunden. Traumhaft zum ersten Mal. Erstes Osmium. Wir haben keine Fackel mehr. Aber auch super Kohle gefunden. Sehr schön. Gott, unser erstes Osmium-Ohr. So, ich gehe nochmal kurz hier in den dunklen Bereich. Boom. Dankeschön. Danke. Oder ich werde halt von dem Creeper nach Hause gebracht. Toll. Sie haben Ausgangssperre, ja? Boom, boom. Bist du fertig? Tatsache. Können wir Stahl herstellen? Boom, das kommt da rein. Ich bin Groot. Du bist raus. Place Rod. Da wollte ich gerade echt einen Apfel schmelzen. So, vielleicht reicht das ja. Vielleicht reicht hier so ein Stock. Weil wir brauchen ja nur einen einzigen Durchlauf. Ein einziger Durchlauf reicht ja. Damit wir erstmal schon mal grundlegend alles wieder versorgen können. So. Dann brauche ich jetzt ein Smeltery. Smeltery, so. Controller. Haben wir? Smeltery Drain. Haben wir. Dann das brauchen wir. Den Tisch brauchen wir.
Okay, kann ich nicht mehr ins Inventar mit einpflegen. Erstmal hier hin. Mastery Controller brauchen wir. Den Stech hier hin. Ist der Controller, ne? Hä? Okay, dann haben wir jetzt zwei Smattery Controllers. Aber wieso? Ach, ich habe zwei gebaut. Ich wollte eine Drain haben. Ich wollte Drains Rod Johnson haben. Hier, habe ich das nicht gebaut? Ach nee. Er ist ja einfach drin. Den mache ich zweimal auch. Ich mache zwei Drains. Weil halt einfach irgendwie cool. Zwei Drains zu besitzen. Und das kommt dann weg. Ich natürlich jetzt hier erstmal nur ein VZ oder wie auch immer. So. Okay, mein Tablet ist leer. So, so, so. Hier ist super Kohle. Oh, richtig super, super mäßig viel Kohle gleich. Deswegen, das meine ich halt. So, das gefällt mir halt an die Supererzen mal gleich sehr viel. Es ist jetzt nicht so ein blödes Standard hier gefarme. Ihr merkt ja schon, ich komme ja kaum aus dem Arsch so. Ein Tank brauche ich noch. Ich hab kein Glas. Ist das zu glauben? Ich hab kein Glas. Danke, danke Jesus. Danke dafür. Wie lange machen wir das hier eigentlich schon? Das ist der Vorteil, dass ich das im Fenster habe. Da steht die Zeit, sehr schön. Das ist der Vorteil, dass ich das jetzt wirklich im Fenster habe, dass ich da einfach mal schnell drüber schnubbeln kann, ohne das zu verlassen. Also zum Aufnehmen, Empfehlung von mir, nutzt das Fenstersystem. Den Kontrast stehe ich jetzt einfach dahin, den können wir eh nicht gebrauchen. So, jetzt brauchen wir nochmal jede Menge Crude. Ich bin Crude. So, das reicht nicht. Apropos, kannst du hier mal weggehen? Boom. Okay, okay, okay. Was brauchen wir denn hier für noch mehr Crude? Was habe ich hier überhaupt alles für ein Zeug drin? Bam, bam, bam. Erstmal alles raus hier. Erstmal einfach spontan alles raus. Und danach Gedanken machen. So, ich brauche Gravel. Gravel. So. Noch mehr Gravel. Ich habe gleich schon viel Gravel. Nehme ich das gleich schon mal. Das hier. Und ein bisschen sandig. Ein bisschen geschmeidig sandig. Und eine kleine Trinkpause, während wir Haier machen. So, ich bin wieder da. Ein bisschen braunes Wasser getrunken. Kann auch falsch verstehen jetzt. Kann man jetzt aber auch falsch verstehen. So, jetzt will ich hier nochmal Crude herstellen. I'm Crude. Aha, deswegen hatte ich das. Boom. 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 Und boom. So, wie sieht's denn mit dir aus? So, und du willst natürlich Cuisinöl. Was kann man damit machen? Ich glaube jetzt nicht, dass es dafür einen Generator gibt, zum Beispiel. Wäre super geil, keine Frage. Kann ich mir aber trotzdem nicht vorstellen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir doch diesen Ofen gebaut haben, weil wir so jetzt wirklich Stahl herstellen können. Für NIO-Zeugs und so. Ist das schon echt gut. Bum, bum, bum. Also da haben wir jetzt auf jeden Fall den richtigen Schritt getan. So, ich hatte auch mal wieder Bock. Hier ist doch so ein Ding aus, merke ich doch hier in der Mikrostabilität. Das ist ein paar
Dinger raus sind. Jetzt sind sie wieder drinnen. Nee, sind sie nicht richtig. Ach, zwei sind raus. Also um den Mikro. Die Mikrohalterung sind ja manchmal so eine Zopfgummis drum, sag ich jetzt einfach mal. Klingt bescheuert. Sind ja auch keine Zopfgummis. Ich sag's nur jetzt einfach mal zum Verständnis. Die sind irgendwie alles andere als straff gerade bei mir. Was nicht gut ist. Hier unten ist auch raus. Wow. Die sind hier überall raus. Das ist ja schlimm. Kann sowas passieren? Ja, auch das muss mal sein, Leute. Jetzt ist das Mikrofon wieder straff drauf. Sehr schön. Jetzt schlackert das nämlich nicht so, wisst ihr? Beim Bewegen und so. Okay. Okay, ich bin wieder vollständig da. Wo war ich denn jetzt gerade bei? Zu warten, ob Groot fertig ist. So, Groot, Groot, Groot. Ich werde das jetzt aber hier nochmal verändern. Ich werde diese jetzt wirklich zu großen, großen Dingern machen. Bam. Ist halt nicht immer so ein Kleinkram, wisst ihr, wie ich meine? Bumm. Wer hat schon immer Bock auf Kleinkram? Niemand. Niemand. Wo war denn hier? Da ist mein Osmium. Das können wir jetzt schon mal durchknacken lassen. Und wir nehmen die XP-Bälle. Bob. Bob. Wie gesagt, wir werden jetzt ein bisschen viel haben von Cell Bridge. Das ist aber nicht schlimm. Na, obwohl, werden wir überhaupt zu viel haben? Nicht wirklich. Ja, das ist da jetzt nicht wirklich falsch, Stubbot, oder? Manchmal tut Dummheit weh. So weh. Hier ist in Ordnung. Hier ist nicht in Ordnung. Das ist auch nicht in Ordnung. Manchmal kennt die Dummheit keine Grenzen. Und dann kommst du selbst darauf, wie dumm du bist. Was jetzt so dumm war, ist, man baut das hier nämlich außen rum, nicht auf der Fläche drauf. So baut man das hier nämlich. Gott, ey. Gott, ey. Es tut so weh, ey. Wie kann man so sein? Ich meine, wie gesagt, es ist ja nicht so, als hätte ich das jetzt zum ersten Mal gemacht. Das ist ein Anfängerfehler meinerseits. Oder einfach, was ist Anfängerfehler? So, Unwissenheit. Nein, ich weiß, wie das geht. Trotzdem mache ich so eine Scheiße. Ist ja, jetzt funktioniert das Ding auch. So, dann suchen wir jetzt schon mal Lava. Müssten wir eigentlich recht schnell finden. Aber wir haben ja hier diesen blauen Slime drin. So, den setzen wir dann hier unten rein. So, seht ihr, jetzt ist so der Boden. Haben wir da direkt Lava? Na, das sieht doch glatt so aus, du. Kann aber gar nicht sein. Ach so, das ist mein Witflura. Aber wir haben auch hier geradezu Lava. Sehr schön. Es ist nämlich immer ganz wichtig, dass ihr Lava in der Schmiede habt, weil sonst funktioniert die nicht. Ihr braucht auch nicht viel Lava. Ich glaube 1000. Also 1000 Millibuckets ist ja ein Eimer. Der hält lange, wirklich lange. Bam, bam, bam. Es kommt natürlich immer darauf an, in welchen Mengen ihr jetzt natürlich jetzt schmelzt. Wenn ihr jetzt natürlich hier so immer 60 Blöcke durchballert, dann geht das natürlich schon recht flott weg. Aber wenn jetzt wirklich nur eure Standardwerkzeuge erstmal zusammenschustert, dann hält das lange. Also so Schwert, Spitzhacke, Axt und sowas sollte eigentlich sehr gut möglich sein. So, das kommt denn hier in den Tank rein. Das ist ja jetzt nochmal kurz Materials and You gucken. Oder Mighty Smith und wie es heißt. So, wie macht man hier jetzt nochmal Aluminium Brass? 3-1. 3 Alu. Man kann auch Gold nehmen. Ach, wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach mal Gold. Aber vorab, bevor das hier überhaupt losgeht,
Warte mal, wie heißt denn der Mod nochmal? Team Death Construct, genau. Die Mods. Wir brauchen noch dafür wichtige. Die richtigen. Richtigen Tables brauchen wir nämlich nochmal. So, da brauchen wir nämlich das Stencil Table. Erst eine Pattern herstellen. Holz, Junge! Bom, bom. Davon könnt ihr gleich mehrere herstellen. Denn die braucht ihr. Ohne diese Dinger werdet ihr nichts durchschießen bekommen. Den haben wir schon mal. Du, das gibt verschiedene, das ist aber irrelevant. Tracing Table haben wir schon mal. Eigentlich brauche ich doch das hier gar nicht. Tool Forge. Tool Station macht man so. Baum. So, Tool Station. Kann man jetzt nochmal upgraden zu einer Tool Forge. Habe ich so viel Eisen? Ich brauche 4 Stück. Eisen ist jetzt nicht so mein Problem, wisst ihr? Deswegen juckt mich das jetzt nicht so. Ach, was kam denn da oben drauf? Obsidian? Ah, nee, nochmal dieser. Nee, Shit's gar nicht übrig, du. Ist sie da? Die erste Stufe reicht auch. Und kommst du da jetzt wieder rein? Okay, was brauche ich denn noch? Tool Station. Hab ich. Part Builder. Part Builder war. Achso, ein Holzstamm nochmal. Oh Gott, ey. Jetzt wollen die noch einen Holzstamm, ne? Jetzt wollen die noch einen Holzstamm haben. Haben wir. Ja, der Anfang ist ein bisschen lässig von Tina's Construct. Es recht, wenn es darum geht, erstmal die ganzen Parts herzustellen, die ganzen Gussformen. Ist das schon echt belastend, sag ich mal. Aber es lohnt sich. Es gibt nichts Besseres. So, jetzt habe ich hier Stencil Tisch, Stencil Table, Tool Station und Part Builder. Das sollte reichen. Ah, Materials and You habe ich auch bekommen. So, erstmal den Stencil Table. Bup. Hier sucht ihr euch denn das aus. Kommt dann hier die Black Pattern rein. Zack. Kommt der Part Builder. Tool Station. Tool Station schustert ihr euch das zusammen. Muss ich aber jetzt echt nochmal welche herstellen. So ein Scheiß, du. Ich dachte, ich brauche das nicht nochmal. So, das reicht. Die paar reichen aus. Ich werde jetzt nochmal Osmium durchgejagt. Weil ihr seht, warum upgrade ich die jetzt nochmal? Weil wir hier nicht alle haben. Wir haben jetzt nur so diese Standardwerkzeuge. Was haben wir hier? Maddock. Hier haben wir die normale Axt. Normale Schaufel. Und so. Es gibt aber halt noch wesentlich bessere Werkzeuge. Hier haben wir den Rapier, den wir auch bauen. Habe ich aber jetzt vor, weil der ignoriert Rüstungen. Was ja gerade den Demonster, die wirklich viel Rüstung haben, Vorteil ist. Wisst ihr, an alle, die jetzt so denken, bei Novus habe ich das gar nicht gesehen, da wurde halt auch des Öfteren erzählt, dass der verboten wurde in dem Projekt, weil der halt echt OP ist, sag ich mal. Weil er halt, ach na toll, ey, wie kam ich denn auf die beschissene Idee, dass das so ausreicht? Wer hat das gesagt? So, das reicht nämlich aus. Braucht da nämlich ein paar. Ach nee, so. Jetzt habe ich doch eins zu viel. Ist aber scheiße da jetzt. So, dann kann das jetzt erstmal weg. So, 4 Stück. Auch weg. So. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel wir machen. So viel haben wir ja gar nicht vor, jetzt erstmal zu machen. Deswegen erspare ich mir das hier jetzt erstmal wirklich noch mit dem schon mal Gold schmelzen, obwohl
3 machen wir auf jeden Fall. Ne, wir machen mehr. Wir machen es schon 6. Wir machen direkt noch ein Schwert, ein Rapier. So, dann müssen wir dann mal gleich gucken in der Station, wenn wir die da upgradet haben, was ich denn wirklich alles brauche für die ganzen Sachen. So. Das war so. So. So, jetzt haben wir nämlich die verbesserte und da müssten wir jetzt eigentlich alle drauf haben. Nee, auch nicht. Auch nicht. Aber Lumberjacks haben wir. Excavator. Rapier. Longsword. Broadcast. Nee, auch nicht. Alle, oder? Doch, hier haben wir den Cleaver. Okay. Okay, okay. Wir haben doch alle. Den Hammer haben wir auch. Spitzhacke da. Gut. Spitzhacke brauchen wir. So, so, so. Achso, wir müssen uns nochmal Steine holen. Stein ist auch wichtig. Nochmal Cobblestone. Ich glaube, man kann auch irgendeinen anderen Scheiß nehmen. Ich nehme einfach mal Cobblestone. Macht der Gewohnheit. Jetzt hast du nicht mal mehr Cobblestone. Ich dreh durch. Ich kann nicht mal scheiß Cobblestone haben. Gut, jedenfalls funktioniert es denn so. Ihr sucht jetzt hier, wir brauchen das kleine Ding. Den kleinen Stock. Weil hier gibt es auch nochmal einen größer. Und den Spitzkopf. Spitzhackenkopf. Den Spitzkopf brauchen wir. So, dann kommt das da rein. Dann baut ihr das. Hier in den Klammern steht immer 0,5 wird gebraucht. Deswegen so. Und jetzt haben wir so einen Stone Shard bekommen. Und hier genauso. Und das kommt raus. So. Die können wir dann direkt wegfeuern. Denn jetzt kommen diese Sachen hier so rein. Und dann wird das hergestellt. So, jetzt haben wir hier die Gussform. Sprich, das kann weg. Jetzt kommt das Kreuz nochmal, das Bindemodul. Und dann seht ihr auch, wie das hier leer wird. Bum, bum. Und jetzt können wir uns Gedanken machen, aus was wir das denn basteln. So, hier sehen wir nochmal Materialkosten 1. Wir haben Stahlwerkzeuge, die möchte ich gerne einschmelzen für den Spitzhackenkopf. Was bist du denn? Raw Silicium. Nee, Silicon. Aha. Aha. So, was, wo war ich denn gerade? Genau, ich wollte diese Stahlsachen hier einschmelzen. Müsste ja an sich möglich sein, glaube ich. Nee, da schmeckt sich gar nichts. Aber bestimmt, weil die Scheiße beschädigt ist. Kann ich das mit Eisen wieder gut machen? Obwohl wir natürlich jetzt, sag ich mal, die Arbeit gar nicht machen müssten. Nee, gut, dann wandern die direkt ins Müll. In den Müll. Ist ja halt los mit mir. Ins Müll wahrscheinlich. Nicht schlimm, wir haben ja Stahl. Wir haben ja Stahl, es ist ja gar kein Problem. So. Dann kann man jetzt Material in New Tinker's Weaponry. Okay. Okay, das ist es nicht. Hier haben wir jetzt Material in New. Da sehen wir dann nochmal hier. Später kommt das. Eisen, Wood, Eisen zum Beispiel, Handle Modifier, Full Tool Durability, Mining Speed 6, 5, 7, Obsidian ist schon mal recht schnell. Mining Level, hier Alumite ist sehr schnell. Mining Level Kobalt. So, und dann sieht man das hier mal so ein bisschen. Kann man das immer ein bisschen überlegen? Mining Speed 2 und so. So, jetzt können wir schon mal den Spitzhackenkopf gießen. Das sieht dann so aus. So, jetzt haben wir den Spitzhackenkopf. Jetzt brauchen wir noch mal ein einziges Metallchen. Aus, da, mit der Überlegung, was machen wir daraus? Komplett Stahl könnte man machen. Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Wir gucken noch mal kurz hier in das Büchlein rein. So, Handle Modifier, weil ich will auch Mining Speed auf jeden Fall gut haben. Eisen ist auf jeden Fall ganz gut. So, da kann man jetzt sagen, was man möchte.
Durability, also ich will auf jeden Fall meinen Speed. Durability ist immer so eine Sache. Muss jetzt nicht endlos hoch sein, sollte recht hoch sein. Alumite, Alumite war, glaube ich, super, super, super teuer. Oder? Alumite, Matchform, 5 Aluminium, 2 Eisen, 2 Obsidian. Scheiße, ey. Aluminium. Ja, ich überhaupt Obsidian übrig, ist die Frage. Gut, Obsidian konnte man holen, ne? Ich brauchte 2 Obsidian. 2 Obsidian. Mein Aluminium will ich schon irgendwo haben. Gehe ich mal davon aus. Hallo? Hallo? Kein Aluminium? Ich habe wohl doch kein Aluminium. Boah, was? Ist egal, ich kriege jetzt nochmal 2 Eisen reingeprügelt. Oder ein Eisen. Dann machen wir es halt aus Eisen und Stahl. Nee, ist doch scheiße. Ja, ist jetzt nur aus Stahl. Ist auch in Ordnung. Er hat nur Stahl. Also seht doch, im Schmelzprozess ist alles immer ein Block. Immer. So, wir werden die Waffe dann da natürlich noch verbessern. Wie verbessert man die? Ja, dazu kommen wir doch gleich. Ganz entspannt. Machen wir schön Lack und plus 3 drauf, nochmal ein bisschen Geschwindigkeit höher ballern. Und natürlich, dass es sich automatisch repariert. Kann man mit Strom machen. Nur leider ist Strom jetzt nicht gerade unsere Stärke. Und damit meine ich nett ausgedrückt, wir haben nichts, was Strom macht. Wir haben den Generator, dieses Scheißding, damit kann ich nichts aufladen. Sprich, es hilft uns überhaupt nicht in der Situation. Es ist ganz schön viel raus. Warum ist jetzt schon so viel raus? Aber hier ganz Gold und so, kann ja aber auch nicht sein. So, das ist Stöckchen. Bumm. Fertig. Bumm. Ich das mal erst unrein. So, jetzt kommen wir dazu. Zack. Da haben wir die Spitzhacke. Mining Level Kobalt. Mining Speed 10. Effekt Durability. Durability 974. Nehmen wir. Jetzt nehmen wir uns hier auch unsere Moosbälle. Eine davon. Und werden die Spitzhacke direkt damit bearbeiten. Also solltet ihr mal das hier irgendwie nicht machen können, das hier. Denn dies ist eure Werkbank. Ihr müsst solche eine Werkbank verwenden. Wirklich eine Crafting Station. Sonst ist das nicht möglich. Es gibt oder halt diese andere Toolstation da hinten. Hier, die wir da haben, um das auch zusammenzubauen. So. Machen wir schön Speed drauf. Jetzt seht ihr, es ist mein Speed 1064, 1128, 1192, 1256, 1302, 1384. Es ist mein Speed. Cool. Mein Speed 14. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Und zwar Lack. Lack ist wirklich meiner Meinung nach das Wichtigste auf einer Waffe. Also nicht nur auf einer Waffe, sondern halt auch immer, wer weiß denn ja, Fortune. Aber einfach auch zum Farmen halt, wisst ihr? Da braucht man einfach Lapis. Lazuli, Lack. So, ihr seht schon, das ist auch ordentlich viel, was wir haben. Ob das ausreicht für 450, wage ich zu bezweifeln. Wir werden es aber gemeinsam herausfinden. So, modspezifisch brauche ich nicht mehr anhaben. Ich muss schon schlafen. So, dann müssen wir jetzt nur noch eine Waffe herstellen. Dafür fahren wir aber erstmal noch kurz in der Hölle Ardite und Kobalt, weil da möchte ich direkt ein Powerschwert machen. Weil so die Spitzhacke mit, sagt mal schnell, mit Stahl reicht mir an sich aus. Werden wir irgendwann auch nochmal eine bessere herstellen, aber nicht, weil jetzt wir es müssen, sondern einfach, weil wir es wollen. Ja, weil wir es können denn, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, also, gerade mal gerade Trinkpause. So. So, dann vercraften wir die alle schon mal.
Alle vercraften. Alles schön zu blöcken. Und jetzt hier einmal rundherum. Und jetzt seht ihr schon, jetzt entsteht hier Lack. Noch nicht aktiv, jetzt ist Fortune 1 aktiv. Immer noch Fortune 1 zur Info. Immer noch Fortune 1. Ach stimmt, bei der Waffe ist ein Fortune. Und bei Schwert heißt es Looting. So, jetzt mal hier die Felder abernten. Schön die Landwirtschaft am Leben halten. So, die Tiere füttern, die sich hier im Hintergrund tummeln. Ja, das kann man alles machen. Ein bisschen was für die Natur in See. Na komm hier, kommt hier. Bam, macht Liebe. Vermehret euch in angesichts meiner glorreichen Macht. So, ich habe hier noch eins. Dankeschön. Verzeihung. Boing, doing, 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 doing. Da ist der Ofen schon wieder voll. Und ich empfehle euch wirklich, macht das hier einfach zu. Blöken geht wesentlich schneller. Bumm. Fortune 2 mittlerweile. So, die Diamantspitzhacke kann auf jeden Fall jetzt schon mal das Zeitliche segnen. Zeigt jetzt aber hier eine schöne Spitzhacke. Subi, jetzt machen wir uns schon mal auf den Weg zur Hölle. Weil in der Hölle können wir jetzt schon mal gehen. Wir können schon mal farmen. Adel, Kobalt, für die Waffe. Schön für die Waffe. Kuh, was machst du hier? Bum, bum. So, Kobalt war ja eigentlich en masse. Also es war ja eigentlich... Aua! Hier hat jemand Feuer gelegt, hier hat jemand Feuer gelegt. Verpisst euch, verpisst euch. Ey, ihr seid doch bescheuert, was ist das? Schießt ihr Gas auf mich? Ist das viel garstig, Alter. Bip, 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 bip. Oh Mann, ey. Warum ist die Welt hier so böse in der Hölle? Was bist du? Soul Sand. Nee, ist so Quarz. Aber Quarz brauchen wir auch für die Waffe. Um den Schaden nochmal zu erhöhen. Was sehr, sehr wichtig sein wird, richtig fetten Damage drauf zu haben. Deswegen nehmen wir das auch nochmal mit. Spontani, Mani. Bum, bum. Hier geht's ganz schön bergab. Da haben wir auch schon Kobalt. Dankeschön. Bum, bum. So, wo warst du denn noch? Arbeit, sehr schön. Sehr, sehr schön. Noch mehr Arbeit. Perfekt. So, das ist hier so immer so ein bisschen so ein lästiger Punkt, diese Ressourcen zu farmen. Aber ich glaube, in diesem Modpack wird das noch gehen, weil sonst ist das echt sehr, sehr selten. Und das ist die Qual. Gucken. Bin immer so ein bisschen sprachbehindert, weil ich mich so konzentriere. Ich habe keinen Bock hier zu sterben irgendwie. Ich weiß, einstellungstechnisch habe ich es zwar so eingestellt, dass das zwar... Wayness, was war das? Ich glaube, irgendwas hat geschrien oder die mir. Oder sowas. Das wird uns helfen. Night Vision, Blindness. Jetzt haben wir Night Vision. Wir können im Dunkeln sehen. Wupp, wupp. Man ist kurz blind und dann sieht man alles. Schon ist der Zauber wieder vorbei. Gerade wenn man merkt, wie schön das ist, wenn man alles sieht im Dunkeln. Ja, jetzt sieht man gefühlt immer gar nichts so. Entspannt euch.
Das ist alles cool in Kabul oder wie man so sagt. Sagt man denn heutzutage, so was richtig hip und funky ist? Alles Jeezy in der Jeezy oder so. Bumm, bam, 70 Stück brauchen wir. Nee, 72 war das. Für die erste Verbesserung. Also über 100 Quarz werden wir verbrauchen. Da müssen wir noch ein bisschen farmen. Aber wir sind ja sowieso nicht fertig. Also mein Hauptaugenmerk liegt halt auf Kobalt und Ader halt. Was, wie wir sehen, nicht gerade sehr gut läuft. Hier haben wir nochmal Kobalt. Ey. Ich habe Kobalt nicht bekommen, Arschloch. Wo bist du? Ich brauche noch mehr. Bam, bam. Mist. Wo ist mein Ressourcenwunsch? Erfüllt ihn mir. Bom, bom. Nee, ich weiß echt nicht, wo das jetzt ist hier. Ich meine, es ist wieder typisch so, wo, als wir es noch nicht abbauen konnten, noch nicht gebrauchen konnten, war das ja echt an jedem Millimeter, so. An jeder Ecke war das ja hinterher so. Da hat man es ja echt en masse gesehen. Na, jetzt, wo man es abbauen kann und gebrauchen kann dadurch, ist es weg. Was bist du? Plutonium. Ja, Plutonium, warum nicht, ne? Hashtag Weltherrschaft. Hashtag radioaktiv. Kann man schon gebrauchen. Bisschen Nuclear Craft. Zack, zack. Wo bist du denn, Plutonium? Ah, na toll, wieder die ganzen Endnummern. Bom, bom. Also ich glaube nicht, dass sie Nuclear Craft machen. Aber irgendwie hatte ich auf jeden Fall Bock, das mitzunehmen. Du kannst nicht gewinnen. Bam. Hat er verdient. Er hat den Kampf angefangen. Und ich habe ihn nur beendet. Quasi hat er sich selbst getötet. Weil er meine Macht, die Macht, die er in mir gespürt hat, einfach nicht ertragen konnte. Bam, bam. Okay. Wo geht's hier noch zum Ardeid? Bring mich zu Ardeid, sofort. Zu mich nicht, dir zu sagen, dass ich das will. Bis jetzt bin ich nur bei Möchten, ja? Das kann sich ganz schnell ändern. Das kann sich echt ganz schnell ändern, ja. Dann bin ich halt nicht mehr so nett. Und dann. Dann kommst du blöd aus der Wäsche. Oder ich bringe mich selbst um, dann gucke ich auch blöd aus der Wäsche. Du wahrscheinlich aber auch. So, ihr seht schon, wie flott das hier jetzt geht mit der Spitzhacke. Und positiver Nebeneffekt, sie repariert sich nicht schnell, aber sie repariert sich. Also ihr seht, wir könnten auch, was wir nicht tun werden, die Durability, also die Haltbarkeit nochmal höher schrauben. Mit einem Diamant um drauf würde die Haltbarkeit um 500 steigen. Aber wie gesagt, das machen wir nicht, das ist nicht notwendig. Weil man halt nur im Nether so krass viel wegkloppt immer. Zack. Also wir müssen auch gucken, wie sinnvoll hier wirklich jetzt der Moosball ist, der hier drauf ist. Weil es ist hier natürlich ein neues Modpack und so. Kann ja immer alles anders sein. So, es gibt viele Modpacks, wo ein und dieselbe Sache anders funktioniert. Und das ist halt manchmal, weil es kann einem zum Verhängnis werden. Wenn man sich denn drauf verlässt, es läuft so und so, und dann läuft es halt so überhaupt nicht. Deswegen müssen wir mal gucken, aber ich denke mal, der Muster macht schon wie immer seinen Job.
Es gibt ja auch, glaube ich, da nicht so wirklich eine andere Team Deathstroke Construct-Version. Bum, 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 bum. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Teleport. So. Bloß nicht das Falsche wegschmeißen. Ja, so kann es jetzt mal bleiben. Und zurück. Hallo Kuh. Und dann sind wir jetzt gleich zurück. Da sind wir. Kein Blutmond, sehr schön. Denn zum nächsten Blutmond will ich auf jeden Fall meine neue Waffe haben. Um die Welt ein zu allemal zu ändern. So, jetzt möchte ich das so einmal. Gut, wenn es nicht so durchschreddern, dann stellen wir das jetzt erstmal so her. Du musst das Holz herstellen? Ich glaube nicht. Für den Rapier, ja, brauchen wir Launcher, Broadsword, du bist der Rapper. Der Rapper, Rapier-Klinge, das kleine Ding. Der kleine Stock müsste das sein. Ist es der kleine Stock? Ja, den haben wir schon, den kleinen Stock. Wo bist du? Bist du hier die... Wo sind die... Das brauchen wir auf jeden Fall. Wo sind die Rapier-Klinge? Das hier. Knife, Swordblade. Ja, ich gucke lieber doppelt und dreifach. Ja, es ist Swordblade. Ich gucke lieber doppelt und dreifach. Nicht, dass wir uns hier verbauen und dann kann ich das doppelt und... Kann ich es wieder doppelt und dreifach machen? Wisst ihr, wie ich meine? So. So, ich muss nochmal zwei Gold holen. Wir müssen natürlich erstmal mit Gold anfangen. Das so wie ich habe zwei Gold bei. Wir müssen natürlich erstmal hier die Druckplatten hier quasi. Ne, ja, schön machen. Lauf ich mal kurz schnell hin, Lava holen. Wie gesagt, weißt du, so, man könnte jetzt natürlich auch irgendwie mit einer Pumpe Lava dahin pumpen lassen. Also ein, ups. Und also ein Kram. Aber später braucht man die Schmiede eh nicht mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Man macht sich das jetzt einmal, vielleicht zweimal, was doppelt. Und dann ist es erledigt. Wisst ihr, wie ich meine? So, da braucht man jetzt nicht automatisieren, unnötigerweise. Man kann später mit der Schmiede noch was viel Geileres machen, wie zum Beispiel gibt es ja auch Welten. Gut, Mooscraft gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Aber zum Beispiel gibt es ja auch Mooscraft, wo dann zum Beispiel auf dieser Welt verteilt geschmolzenes Eisenerz ist. Jetzt einmal mal als Beispiel. Dann kann man ja auch Flüssigkeiten reinpumpen. Wie Flüssigkeiten reinpumpen gehen, das zeige ich euch. Also ich mache es jetzt nicht. Ich habe keine Flüssigkeiten und nicht die Möglichkeit. So, ihr müsst dann einfach nur dieses Ding hier abkloppen, beziehungsweise dass das so aussieht, dass ihr nur die Drain habt. Dort macht ihr dann zum Beispiel ein Flutkonduit dran. Insert. Und hier die Drum Output und dann füllt sich das hier drin mit dieser Flüssigkeit. Und dann könnt ihr einfach mit anderen Drains das rauspumpen. Zu Blöcken, zu Ingots. Was? Echt? Verbraucht das Doppelgold? Braucht das echt Doppelgold? Mach ich mal jetzt Doppelgold. So, das ist ja krass. Das wusste ich nicht. Das wusste ich auch nicht. Dass das doppelt Gold verbraucht. Oh, das hätte ich gar nicht so reinmachen sollen. Ist nicht schlimm, ist egal jetzt. Nun ist es, wie es ist, Leute. Tatsache, zweimal Gold. Zweimal Gold wird verbraucht. Was brauche ich denn hier für den Raper? Jetzt echt die Tour zweimal. Hä?
Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ich habe anstatt die Toolbox. Swordblade. Wooden Swordblade. Ich habe echt nicht die Swordblade gemacht, sondern dafür zweimal Toolrod chased. Na toll. Na toll. So kann man Lava verschwenden. So, da bin ich wieder. Boah, muss der Nase schnauben. Nicht stauben, niesen musste ich. Niesen, boah. Wow, das ist ein riesiger Eichenbaum, na toll. Aber wenn die Lumber-Eltern, hat sich das Ding erledigt, dann können wir das Ding wegklatschen, Junge. So, das könnte auch direkt verpuffen, oder? Ach nee, irgendwo hatte ich das nämlich mal. Ich wollte sagen, es ist direkt Pilf. So, ich muss ja jetzt kurz durchgehen. Eins, zwei. Bom, bom. Direkt mal Nüllem. Direkt mal Nüllem. Obwohl ich auch, warte mal, Papier. Papier, Papier ist mir gerade im Sinn gekommen. Was macht Papier so aus? Paper, Durability, Mining Speed, das Scheiße. Material Trade, White Table, plus One Modifiers. Aha. Paper Shards, what? Paper Tool Rods. It's very weak, but can take a lot of modifications. Okay, wir machen Paper Stack. Paper Stack. Es geht doch nur ums Paper. 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 Sugarcans. Achso, das ist normales Papier. Also ich dachte, das ist irgendwas Besonderes. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, du. Dann hole ich mal Sugarcans. Mache ich das eine nämlich aus Papier. Dein, dein. Nein, wir bauen hier nicht doppelt. Ich brauche doch nochmal 6. So. Weil dann machen wir es nämlich aus Papier, weil da haben wir irgendwie Modifier mehr, habe ich gerade gesehen. Was ja gerade in Bezug für Waffen sehr wichtig ist. So, dann machen wir das irgendwie hier. Machen wir jetzt mal hier diesen Handgriff aufs Papier. Paper, Papier, sehr schön. Dann brauchen wir das hier schon nicht mehr machen. Schwert bleibt liegen. So. So. Das einzig Sinnvolle, was ich damit hätte tun können. Nochmal einfach gleiche Mist machen. Ja, Modifies Remaining 4. Geil. Hui, hui. Feuerwerk. Lass uns leben wie ein Feuerwerk. Feuerwerk. Wow. Okay, jetzt haben wir das hier fertig. Mein Nillem, da kommt jetzt direkt ein Moosball drauf. Bom. Dann direkt Quarz. Zack, zack. Quarz könnt ihr nicht zusammen craften. Das funktioniert da nicht mehr. Hier sehen wir, enthält 3 Herzen. Dreieinhalb. 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 Der echt beschissene Angriff. Sehe ich gerade. 4 Herzen. Und deswegen meinte ich, man braucht richtig verdammt viel.
Richtig, verdammt viel Quarz. Genau wegen sowas. Genau wegen Gottverdammt sowas. Zack. Bup. So, greift sehr schnell an, ignoriert Rüstungen. Damit sind wir jetzt erstmal gewappnet. Dann können wir jetzt gleich nochmal schön farmen gehen. Lapis und so farmen gehen. Hops, hops, hops. Häschen, Lauf, Box. Okay. Aber wir haben noch eine Höhle bei uns eigentlich. Gut, ist jetzt blöd gelaufen. Ist jetzt blöd gelaufen. Jetzt holen wir uns kurz Wasser. Schlafen keine Nacht drüber. Bleibt nun jetzt lustig. Blattmund wäre jetzt lustig. Weil könnten wir mal direkt fighten. Können wir direkt mal ausprobieren, wie er sich so macht. Gut, noch ist der echt luschig, finde ich. Noch so richtig luschig. Hätten vielleicht kein Papier nutzen sollen. Wisst ihr? Okay, Wasser, die Welt. Ich bin zu dem Glück gleich bei Lapis rausgekommen, ne? Natürlich richtig geil. Ja, komm, verpiss dich jetzt. Ja, komm, Ziel. Eine. Bum, bum. Sehr schön. Genau das brauchen wir. Genau das brauchen wir hier. So, hier ist nochmal super Kohle liegen gelassen. Na super. Noch mehr super Kohle. Ja, wir können natürlich noch später Modifiers hinzufügen. Vergessen zu erwähnen. Oder wahrscheinlich wisst ihr es auch. Oh, da ist ein Gegner. Da habt ihr das gesehen. Enemy Slayer. An enemy has been slain. Boom. Redstone nachtanken. Obwohl wir da, glaube ich, mehr als genug haben von. Aber ist egal. Ist egal. Irgendwann wird die Zeit kommen, wo wir Redstone nochmal intensiv brauchen. Und dann werden wir es nicht so einfach übrig haben. Gut, vielleicht schon, aber Dramatik und so, Leute. Ein bisschen Drama. So, auf jeden Fall brauchen wir Diamanten mal wieder. Diamanten sieht gar nicht mehr so rosig aus. Haben wir hier Osmium? Wir haben hier Osmium, sehr schön. Und ordentlich Dias, ordentlich Dias. Danke, danke, danke. Oh, super Kohle brauchen wir. Kohle, Kohle, Kohle brauchen wir nicht für Stahl. Aber ihr seht schon, auch obwohl wir so krass viel Zeug haben, brauchen wir letzten Endes Stahl. So eine ganz andere Ressource, will ich damit sagen. Deswegen an alle, die da Bedenken hatten oder so, oh, es wird doch langweilig und so. Nein, weil die Ressourcen, die da mit drin sind, sind eh nicht die Ressourcen, die es in der Super-Ressource gibt, wisst ihr? Also sprich halt zum Beispiel wie Stahl. Stahl gibt es nicht als Supererz. Jedenfalls habe ich das nicht drinne. Toll, jetzt wurde ich hier angezündet. Was war das denn? Und er schießt mich hier weg, ey. Energy Pack. Use for rapid charging to reload energy weapons. Ey, der hat mich jetzt auch gerade fertig gemacht. Der hat mich jetzt echt fertig gemacht. Das mit Diamantschwert. Leider bin ich so die scheiß Waffe gegeben, ey. Auf die Waffe hätte ich Bock. Da war ich richtig scharf drauf. Und nicht an seinem scheiß Energy Pad hier. Was natürlich trotzdem sehr geil ist, so. Keine Frage, ich will es nicht runterreden. Ich will es absolut nicht runterreden. Ich bin sehr glücklich über dieses Geschenk.
Ah, ihr habt doch hier auch Kohle, ne? Du machst das und du das und ich schmeiß das weg. Sehr schön. So, Stahl, 5 weiteres Stahl. Stahl, 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 Stahl. Dann 8 Stahl. Können die nächste auch anfangen mit weiteren Sachen craften. Wir sehen uns aber jetzt erstmal demnächst wieder, Leute. Bis dahin. Tschüssi.